Ich wünschte, ich wäre nie auf diese Schule gegangen. Hey Leute, kommt her. Hat jemand Lust, ein TikTok-Video mit mir zu machen? Professor Archibald? Ja, alle bereit? Na dann los. Er hat hier einen Landstreicher reingelassen. Ich bin die Neue. Ich rieche die Armut schon aus einer Meile Entfernung. Das geht gar nicht. Falsche Tür. Raus hier. Nein, ich habe ein Zertifikat. Willkommen. Sie stinkt nach Armut. Hier, ich brauche eine Luxusfaser-Gesichtsmaske. Ich kann es nicht riskieren, diese ganze Armut einzuatmen. Hallo, neues Mädchen. Oh, hey. Du bist ja süß. Was? Komm nicht auf dumme Gedanken. Er ist mein Freund. Oh, ich hatte ja keine Ahnung. Ex-Freund. Er gehört mir. Nicht in deinen wildesten Träumen. Aufgepasst. Wer ist bereit, das Beispiel an der Tafel zu lösen? Irgendjemand? Oh, hey, könnt ihr es lösen? Kommentiert die Antwort unten. Anscheinend gibt es keine Freiwilligen. Okay, ich hab's. Professor, ich bin fertig. Hier ist meine Antwort. Was? Das stimmt. Oh, danke. Warte, ich hol deine Note. Sie ist ein bisschen verstaubt. Gratuliere! Eine 1+. Danke! Na, Schleimer. Oh, falsch. Wie immer. Du bekommst eine 6. Was? Sorry, Angeberin. Meinst du mich? Der Titel des besten Schülers geht von Dana an Blair. Oh, es klingelt. Bye. Das war's, Bettlerin. Das Spiel ist für dich vorbei. Nein, nicht. Warte. Was machst du da? Oh nein. Oh. Ups. Geht's dir gut? Das soll wohl ein Witz sein. Weißt du, dieser Stil steht dir. Na, warte. Mach dein Gesicht sauber. Mit Geld? Danke. Hugi, du musst dich für eine Seite entscheiden. Das ist furchtbar. Ich hasse sie. Lea! Lasst mich! Hey, immer mit der Ruhe. Ups. Dein Zimmer ist fertig. Oh, danke. Können Sie mir helfen? Das ist sehr nett von Ihnen. Gern geschehen. Komm, wo muss ich hin? Geradeaus und dann links. Oh, hier bin ich richtig. Das ist dein Schlüssel. Und deine Tür. Dana und Grace sind deine Mitbewohner. Tausend Dank. Was? Du? Ich bin eure neue Mitbewohnerin. Nein, Schätzchen. Dein Bett ist da drüben. Wenn Armut ein Mensch wäre. Gott, das ist mein Bett. Deins ist das da. Hast du ihre Koffer gesehen? Au, das reinste Chaos. Ich muss erstmal aufräumen. Räumt sie etwa auf? Ich liebe meine Eltern. Das Bett scheint gemütlich zu sein. Au, mein Bein! Brauchst du Hilfe? Wag es ja nicht! Was ist dein Problem? Loser! Lach doch mal! Hey! Oh, hey! Sieh mal! Was?
Würdest du dir mit mir einen Film ansehen? Wow. Oh, klar. Na dann komm. Und wer soll das sauber machen? Diese Schnepfe und dieser Hugi. Du bist sowas von fertig, Blair. Hugi, du bist auch fertig. Willkommen. Welchen Film willst du schauen? Diesen. Okay. Warte, etwas Popcorn? Einmal Popcorn, bitte. Oh, ja, klar. Hier, guten Appetit. Oh, danke, Hugi. Du bist so süß. Oh nein, schmeiß es weg. Ah, eklig. Hier sind unsere Tickets. Nee, ich kann euch nicht reinlassen. Warum? Händchen halten ist nicht erlaubt. Na gut, wie hoch ist die Gebühr? Ich will dein Geld nicht. Wo ist das Problem? Ihr zwei steht auf der schwarzen Liste. Bye, bye. Na schön, wir verschwinden von hier. Es hat geklappt. Da ist dein Zimmer. Hier sind wir. Der Abend war so schön. Oh, nein, warte. Kannst du mir helfen? Der letzte Test. Du wolltest mich nur ausnutzen? Oh, wie gemein. Was? Nein, so ist es nicht. Oh nein, Hugi wird sich nie in ein Mädchen wie mich verlieben. Ich muss so schnell wie möglich etwas dagegen tun. Ah, mein Make-up ist schon 100 Jahre alt. Wow! Cool. Meine Mitbewohner haben ein tolles Make-up. Soll ich es mir ausleihen? Nee, man nimmt nicht die Sachen anderer Leute. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Ich hab's. Das Geld, das Hugi mir gegeben hat. Aber es reicht nicht. Zum Glück weiß ich, wo ich mehr herbekommen kann. Schaut jemand zu? Oh, das ist eine Menge Geld. Nein, schön, aber nein. Ein goldener Schein. Oh, hier ist ein Staubsauger. Ich behalte den Müll. Den braucht ja sowieso keiner. Das ist ein ganzes Vermögen. Sehr schön. Blair? Hey, ich bin's. Mein Fehler. Was machst du denn da? Ich mach nur sauber. Und ich bin fertig. Bye. Der Stecker war nicht eingesteckt. Oh, ich will das alles. Und das. Behalte sie im Auge. Ich nehme das auch. Suchst du dir die teuersten Sachen aus? Ja, wieso? Hier. Mal sehen. Das ist wirklich teuer, weißt du? Hier, ich zahle mit Bargeld. Oh, okay. Danke, dass du bei uns eingekauft hast. Wow. Bye. Ich bin startklar. Na dann los. Oh, ich kann nichts sehen. Als erstes entferne ich das alte Make-up. Dann trage ich neues Make-up auf. Leichtes Rouge. Lidschatten. Eine Menge Mascara. Und leuchtender Lipgloss. Jetzt kommen die Haare dran. Ich werde meine Locken glätten. Und füge eine Schleife hinzu. Was? Wer bist du? So hübsch. Oh, hey. Es reicht. Wow. Umwerfend. Diese Ohrringe. Sie sieht viel besser aus als unsere Loser-Zimmergenossin. Übrigens, wo ist sie eigentlich? Keine Ahnung. Sie wohnt nicht mehr hier. Ich schon. Gott.
Oh nein, die Abschlussprüfung. Wir sollten gehen. Entschuldigung, warum seid ihr zu spät? Die Prüfung hat begonnen. Oh, hey Grace. Bye, Hughie. Hm? Seid ihr bereit, ihr Genies? Los. Das ist leicht. Ich weiß alles. Hm. Ich bin fertig. Oh, ich habe noch viel Zeit. Das ist verrückt. Anscheinend brauchen sie Hilfe. Hey, Dana, brauchst du die Antworten? Danke. Grace, hier hast du die Antworten. Wow, danke. Hughie, brauchst du die Antworten? Was ist das? Dreh es um. Danke. Stopp. Legt eure Stifte weg. Und gebt eure Papiere ab. Hier, Professor. Mal sehen. Ich glaub's nicht. Wow. Alles richtig. Ihr habt es geschafft. Glückwunsch. Das ist der beste Tag meiner Karriere. Yeah! Es hat geklappt. Jetzt seid ihr alle die besten Schüler. Ich bin so stolz auf euch. Bye! Danke, du hast uns gerettet. Weg da! Hey Schönheit, willst du einen Zaubertrick sehen? Die Rose ist für dich. Nee, ich brauche nichts von dir. Hughie, du bist jetzt ein Loser. Hey, was ist denn? Es reicht. Hey, Leute. Hilfe, ich kann nichts sehen. Ah, wo ist die denn? Ich glaube, ich gehe lieber. Ich kann es kaum erwarten, bis die Pause vorbei ist. Ah, meine Bücher. Super Aufnahme. Das sind die beliebtesten Zwillinge der Schule. Ich bin euer Fan. Hier ist dein Autogramm. Es macht uns nichts aus. Das ist aber nett von euch. Sis, schau mal. Autogramme von Zwillingen. Warum freust du dich so darüber? Sieh dir das an. Oh, das ist gemein. Jetzt bin ich nicht mehr euer Fan. Jetzt sind wir Feinde. Ich werde alles von ihnen loswerden. Keine Gnade. Hör auf. Die können genauso beliebt sein. Das könnte sogar klappen. Ich weiß, wo wir anfangen können. Ein altes Buch mit Tipps, wie man beliebt wird. Es gehörte unserer Oma. Ich habe eine bessere Idee. Lass uns im Internet suchen. Ich tippe eine Anfrage ein. Suchen. Hey, heute werden wir dir erzählen, wie man Make-up richtig aufträgt. Wir fangen mit der Reinigung an. Das Geheimnis ist, dass du das Reinigungsgel auf ein Wattepad auftragen musst. Puste darauf und reib damit das Gesicht ein. Ein Versuch ist es wert. Auf keinen Fall, das ist Betrug. Na schön. Ich probiere es aus. So ungewöhnlich. Karen, was ist los mit dir? Was meinst du? Deine Nase. Was ist damit? Da ist ein fieses Haar. Ich weiß, wie ich es loswerde. Nein! Ja! Ich mach das. Danke. Gut, ich filme. 1, 2, 3. Diese Picke sind überall. Aber ich krieg das schon hin. Hör auf! Es gibt ein spezielles Werkzeug dafür. Vertrau mir. Ich werde sie im Handumdrehen entfernen. Wow, die ganzen Picke sind weg. Aber es gibt immer noch rote Flecken. Und dafür haben wir eine spezielle Maske. Kombiniere einfach die Zutaten und misch alles gut. Und jetzt tragen wir die Maske auf das Gesicht auf. Lass uns den Timer einstellen.
Wie lange dauert das noch? Wisch die Maske ab. Warte. Wow. Die Wirkung tritt sofort ein. Aknepflaster sollten genauso gut wirken. Alle Pickel werden schnell verschwinden. Nimm sie ab. Wow. Es hat funktioniert. Ich beende das Video. Ups. Oh oh. Was ist denn? Ich habe den Clip aus Versehen auf TikTok gepostet. Echt jetzt? Lea, du musst die Loser sehen, die ein TikTok-Video gefilmt haben. Ein Emoji von den Zwillingen. Der Clip hat ihnen gefallen. Oder sie haben sich nur über uns lustig gemacht. Wie können wir es wagen? Karen, deine Hände. Das darf nicht wahr sein. Ich trage eine Lotion auf und tauche sie in ein Paraffinbad. Als nächstes werde ich das Hartwachs entfernen. Wow, die Haut sieht perfekt aus. Super Ergebnisse. Carol, deine Lippen. Sie sind ein bisschen rissig. Ach, das ist halb so wild. Ich brauche Honig und Zucker. Oh, wir trinken Tee? Nein, das ist für die Lippen. Ich mische Honig mit Zucker, um ein super Lippenpeeling zu machen. Auf die Lippen auftragen und fertig. Das hat wirklich geholfen. Es ist Zeit für ein Foto. Schau in die Kamera und lächel. Oh nein, bist du ein Panda oder was? Schau dir deine Augenringe an. Dieser gefrorene Gurkensaft ist schon eine Weile im Kühlschrank. Jetzt können wir ihn endlich gebrauchen. Ich werde dir gleich mit deinen Augenringen helfen. Das Eis ist belebend und erfrischend. Von den Augenringen ist nichts mehr zu sehen. Eine Nachricht? Wir schreiben heute einen Test. Hi. Carol, du siehst fantastisch aus. Cooles Makeover. Danke. Kevin, komm rein. Wir haben es geschafft. Wow, das ist unglaublich. Hi. Sie hat Salat zwischen den Zähnen. Nicht lachen. Es war alles umsonst. Und was machen wir jetzt? Oh nein, die Zwillinge haben sich wieder über uns lustig gemacht. Wir werden nie beliebt sein. Komm, wir müssen uns doch nur die Zähne putzen. Das reicht aber nicht. Warte, mit dieser Bürste klappt es bestimmt. Nein, nein und nein. Weißt du, die machen das echt unglaublich. Ich gebe ihnen ein Like. Nein, bist du verrückt? Das sind Loser. Wehe, du tust das. Na schön. Wenn du es nicht anders willst, benutzen wir Bleichstreifen. Die Zähne sind perlweiß. Du musst den Streifen abnehmen. Echt? Oh, verstehe. Meine Augen. Keine Zähne blenden. Sorry. Mir ist heiß geworden. Deine Haare. Es ist Zeit, sie zu waschen. Du hast Schuppen. Ich weiß. Peinlich, oder? Ganz ruhig. Das kriegen wir schon hin. Ich habe eine Haarmaske und ein Peeling. Trag die Maske auf und massiere deinen Kopf gut ein. Als nächstes tragen wir das Peeling auf die Kopfhaut auf, sodass Schuppen keine Chance haben. Halt es noch fester ein. Die Haare sind perfekt. Schalte den Livestream ein und lass uns mit dem Glow-Up beginnen. Mal sehen, welche Schätze in unserer Beauty-Box sind. Da ist eine ganze Menge drin. Ich kann es kaum erwarten, alles auszuprobieren. Wir fangen mit der Grundierung an. Trag sie mit einem Schwämmchen gleichmäßig auf. Super Aufnahme. Nicht schlecht. Von wegen. Und jetzt? Concealer. Betone die Wangenknochen, die Stirn, mach die Lippen größer, betone die Nase und retuschieren. Geschafft! Der nächste Schritt ist das Konturieren. Definiere die Wangenknochen und die Stirn. Als nächstes Rouge. Wangenknochen und die Nasenspitze. Das reicht. Super! Trag auch Glitzer auf. Und Lidschatten. Jetzt kommen die Wimpern dran.
Und jetzt die Lippen. Und jetzt fehlt nur noch der Lipgloss. Tada! Fabelhaft! Nein, von wegen. Ich will das auch. Mary, hör sofort auf. Mit diesem Gerät kriegen wir perfekte Locken hin. Wow, na dann los. Die Haarsträhnen verwandeln sich in luxuriöse Locken. Umwerfend. Du bist dran. Das ist faszinierend. Irgendwas ist schiefgelaufen. Meine Haare. Das ist furchtbar. Ich habe eine bessere Idee. Wir brauchen einen Mantelgürtel. Wir machen ihn nass, um Locken zu machen. Oh, cool. Wicke die Strähnen um den Gürtel und lass dir etwas Zeit. Wow, es hat geklappt. Aber unsere Outfits. Wir müssen uns umziehen. Ich weiß, wir bestellen etwas im Internet. Gute Idee. Bestellen. Ich will auch. Ups. Kann ich noch stornieren? Ach, macht nichts. Ist das die Lieferung? Das ging aber schnell. Deine Bestellung ist da. Große Kisten. Hi. Ja, wir liefern auch. Die beliebten Zwillinge sind Lieferanten? Das muss jeder wissen. Carol, hör auf. Das ist fies. Na gut. Frieden. Frieden. Wir helfen euch, die perfekten Outfits zu finden. Wir fangen mit dem hier an. Ich weiß nicht. Das hier? Das geht gar nicht. Wie wär's damit? Wow, super Wahl. Das steht euch wirklich gut. Du hast recht. Ihr habt euer Ziel erreicht, indem ihr die hübschesten Mädchen der Schule geworden seid. Der Unterricht hat schon längst angefangen. Wir müssen los. Ja, wir werden gewinnen. Die Gewinner bekommen eine Reise. Karen, wir müssen da mitmachen. Das ist dämlich. Eine Gratisreise. Wir sind dabei. Ich habe eine Idee. Klar. Ich bin dabei. Sei einfach leise. Wir müssen schöne Outfits aussuchen. Gib mir 5. Der Unterricht ist vorbei. Ihr könnt gehen. Wuhu! Passt auf. Wir müssen los. Autsch. Das waren die. Sie werden auf keinen Fall gewinnen. Senden. Eine Nachricht? Wir werden gewinnen. Wir werden gewinnen. In euren wildesten Träumen, ihr Loser. Wagt es nicht, uns zu drohen. Ich muss mein Make-up auffrischen. Wer ist da? Ein Chili-Lippenstift. Psst. Claire wird überrascht sein. Endlich. Mein Lippenstift. Der riecht aber komisch. Chili! Es brennt so! Was ist passiert? Diese fiesen Mädchen haben Chili in meinen Lippenstift getan. Weißt du, das sieht irgendwie cool aus. Echt? Okay. Ich werde auch mein Make-up auffrischen. Komisch. Es klebt alles am Tisch. Wir waren's nicht. Was? Die haben mein Make-up an den Tisch geklebt. Na gut, das wird mich nicht aufhalten. Rouge. Lippenstift. Mascara. Und fertig. Na und? Bereit? Wir drehen ein TikTok-Video. 1, 2, 3, 4. Und dein Herz. Das ist ein Kinderspiel. Wir können das auch. Mal sehen, was es Neues gibt. Wow, unser TikTok-Video ist total trendy. Wer ist das denn? Unsere fiesen Mitbewohner. 0 Likes. Loser. Du hängst auf dieser Seite Plakate auf. Und ich auf der anderen. Okay. Okay. Jetzt tauschen wir.
Erledigt. Und das letzte. Super. Jetzt werden wir uns vorbereiten. Hä? Was? Ihre Plakate sind überall. Ich habe eine Idee. Vorsichtig ausschneiden und aufkleben. Das ist noch besser als das Original. Ihr seid so cool. Ich gebe euch meine Stimme. Wie nett von dir. Der Plan hat funktioniert. Wow. Die Krone. Wow. Sie ist so schön. Hey, Hände weg. Die Krone gehört uns. Sie ist so flauschig. Oh nein, unsere Krone. Keine Federn. Tut mir leid, wenn ich störe. Aber die Gewinner bekommen die Krone erst nach dem Wettbewerb. Sie bleibt erst mal hier. Das ist nicht fair. Was machen die hier? Wir sind wegen der Kleider hier. Wir auch. Dieses Kleid gehört mir. Mädels, nicht streiten. Wer in das Kleid passt, darf es behalten. Gut, wir gehen in die Umkleide. Was für Manieren. Ich glaube, es ist nicht unsere Größe. Du hast recht. Das ist lahm. Ich glaube nicht, dass es euch steht. Wir werden sehen, wie ihr ausseht. Das darf nicht wahr sein. Das Kleid ist viel zu klein. Nein, das ist ein klares Nein. So, wenn ihr meint. Wie geht's weiter? Oh, ich weiß. Mädels, das ist für euch. Da passt ihr bestimmt rein. Hoffentlich. Und für euch. Danke. Wir haben so viele Stimmen bekommen. Super. Jetzt ziehen wir uns um. Mit diesen schönen Kleidern werden wir bestimmt gewinnen. Ich kann es kaum erwarten. Was wird das hier? So viele Stimmen? Warte, ich habe da eine Idee. Und welche? Wir leeren diese Box. Ups. Ein Bild zur Erinnerung. Jetzt sind wir soweit. Hey, freut euch nicht zu früh. Hier, seht mal, eure Stimmbox ist leer. Das kann doch nicht wahr sein. Los, schnell. Es hat geklappt. Ja. Sie ist leer. Wir müssen schnell viele Stimmen zusammenbekommen. Hol die Kleider raus. Oh Mist. Ich habe unsere Kleider vergessen. Benutz deine Fantasie. Ich habe eine Idee. Lass uns die Kleider unserer Konkurrentinnen anziehen. Passt wie angegossen. Gute Idee. Der Wettbewerb fängt an. Wir sind fast soweit. Los geht's. Erledigt. Wir können uns umziehen. Wir müssen uns beeilen, schnell. Wo sind die Kleider? Was ist das denn? Es gibt keinen anderen Ausweg. Wir müssen uns umziehen. Nicht gucken. Das Outfit ist hässlich. Aber wir haben ja sonst nichts. Ihr geht nirgendwo hin. Oh nein, die Tür ist abgeschlossen. Und was machen wir jetzt? Kopf hoch. Es gibt immer einen Ausweg. Ich muss nachdenken. Denk, denk, denk. Ein Lüftungsschacht. Wer geht zuerst rein? Schere, Stein, Papier. Du, ich helfe dir. Claire, mach schon. Was machen die da? Wir bauen hier. Wir werden sowieso gewinnen. Ach ja? Sis? Nacht, es reicht mit dem Nickerchen. Wir müssen uns beeilen. Was soll's? Ich kann den Rahmen ganz allein zusammenbauen. Meine Tasche hat mich nie im Stich gelassen. Das brauche ich. Nacht, los!
Wow, es hat geklappt. Und? Wer ist jetzt schneller? Wir werden auf jeden Fall gewinnen. Wir schaffen das. Ich liebe es. Ich auch. Wir werden die Champions sein. Die Nacht ist noch jung. Wir müssen den Raum nach unseren Vorstellungen gestalten. Langweilig. Das ist cool. Was sagst du? Nacht? Sie ist schon wieder eingeschlafen. Kaufen. Wer ist das? Lieferung. Ha, perfektes Timing. Hey, mein Kopf. Nacht, bist du endlich wach? Okay, schlaf. Licht an. Wow, ich will das Gleiche. Ich habe eine Idee. Sterne, kommt her. Hab euch. Ihr werdet meine Wand verzieren. Als nächstes, Till. Oh ja, genau so habe ich es mir vorgestellt. Was sagst du, Sis? Was für ein trauriger Anblick. Keine Streitereien mehr. Lasst uns meine Zaubertasche benutzen. Das geht nicht. Sie ist leer. Wenn das so ist, machen wir etwas anderes. Magie! Unsere Magie ist stärker, wenn wir alle drei zusammen sind. Magie? Ihr werdet den Rahmen selbst bauen. Wie auch immer. Okay, na dann los. Na los, schneller. Oh ja, schön. Weiter so. Aber pss, das ist ein Geheimnis. Wow, es hat geklappt. Wir haben es selbst geschafft. Wie komme ich da hoch? Es ist zu hoch. Ich schaff das nicht. Oh. Ups. So viele Sterne. Und die sind alle für mich? Geht's dir gut? Oh ja. Du bist so tollpatschig. Leute, macht die Augen zu. Jetzt ist es so gemütlich. Morgen und Nachmittag scheinen Probleme zu haben. Wir haben ein Schaukeldesign. Hey, hört auf zu streiten. Das ist nicht gut. Sucht euch etwas Modernes aus. Das hier ist super. Gute Entscheidung. Ich reiße diese Seite raus. Geht zur Seite. Nachtmagie, enttäusch mich nicht. Es hat sich gelohnt. Wow, das ist so cool. Wahnsinn. Danke. Wach auf. Ich muss los. Passt auf euch auf. Beeil dich. Wir kriegen das auch hin. Magie, lass mich nicht im Stich. Oh, das war wohl nichts. Wir können es noch schaffen. Lila ist fast fertig. Oh, cool. Darf ich? Klar. Oh, dein Würfel sieht auf einmal ganz anders aus. Oh ja, jetzt ist mein Boden eine Tanzfläche. Höre ich da Musik? Komisch. Wow, das ist ja eine richtige Party. Sie haben sogar einen Lautsprecher. Ich könnte auch einen gebrauchen. Und noch ein. Ich nehme auch die Sitzsäcke. Alle drei. Hey, was soll das? Ups. Ich zahle. Danke. Yay! Party! Mikrofon. Oh ja. Ich bin ein Star. Stopp! Das ist mein Zimmer. Du hast hier nichts zu suchen. Sorry. Diese Tanzfläche kann nur ein Star vertragen. Mit ihrer eigenen Disco-Kugel. Ich liebe diese Kugel. Vielleicht schreibe ich sogar einen neuen Song. Was ist hier los? Ich kann nicht einschlafen. Normalerweise schlafe ich sofort ein. La la la. Sis, was ist denn los? Warum bist du noch wach?
Ich kann nicht schlafen. Ich werde dir helfen. Sweet Dreams. Oh. Was machst du da? Plan B. Das ist dein Babymobile für süße Träume. Wow. Danke, Sis. Kein Problem. Das ist toll. Oh, so wie es aussieht, haben es unsere Nachbarn schwer. Wir machen das, was auf dem Plan steht. Ich komme zu euch. Oh, darf ich mir mal den Plan ansehen? Alles klar. Hey. Ist meine Sis nach mir? Okay. Ich muss ihr helfen. Du bist hier. Prima. Morgen, du musst die obere Etage verzieren. Aha. Tag, du bist für das Bett zuständig. Okay. Nacht, du bist für unten zuständig. What? Was? Wie du meinst. Ist das klar? Wenn das so ist, an die Arbeit. Wir kriegen alles hin, wenn wir zusammenarbeiten. Bringt es rein. Moment. Und stopp. Und wo stellen wir die Kiste hin? Moment, ich muss das noch ausrechnen. Weißt du, du kannst sie selbst halten. Dekosachen. Es gibt auch eine Anleitung. Mal sehen. Schritt 1. Öffne die Anleitung. Was macht sie da? Was wird meine Aufgabe sein? Hier ist ein Vorhang. Ich weiß, was jetzt kommt. Ich habe die Lichter befestigt. Und lustige Fotos. Puh, das ist anstrengend. Ich muss meinen inneren Akku wieder aufladen. Es wäre einfacher, wenn wir es selbst fertig machen würden. Die Regale sind dran. Diese Seite auch. Hier gibt es Platz für alle Sachen. Sie hat nicht mal die Hälfte geschafft. Kann ich das Lametta haben? Ich werde daraus Vorhänge machen. Hallo? Es bringt nichts. Sis, hilf mir. Erledigt. Wir brauchen noch Kerzen. Und flauschige Wolken. Macht die Augen zu. Ihr könnt gucken. Ist das nicht unglaublich? Wow, es ist wunderschön. Fantastisch. 1, 2. Wer wird wohl der Gewinner unseres Wettbewerbs sein? Oh, stimmt. Der Wettbewerb. Begrüßt die Kandidaten auf der Bühne. Wir werden gewinnen. Das hättet ihr wohl gerne. Der Abend-Nacht-Geheimraum. Sehr beeindruckend. Der Morgen-Nachmittag-Raum. Das neue Team hat es geschafft, die Jury zu verblüffen. Und der Preis geht an Morgen und Nachmittag. Yeah! Wir haben es geschafft. Nein, warum? Wir haben es verdient zu gewinnen. Aber um ehrlich zu sein, es geht nicht nur um uns. Dieser Preis gehört euch. Echt? Ohne euch. Wow. Wo sind wir? Es ist süß. Lasst uns hier einziehen. Warum? Seht mal. Hier sind Baumaterialien. Helft mir, einen Geheimraum zu bauen. Hier. Wozu brauchen wir diese Balken? Hier sind noch mehr. Ich habe Wichtigeres zu tun. Ich bin fast fertig. Und noch die letzten Balken. Wahnsinn! Sieh mal! Wow! Wow! Nacht! Wach auf! Was willst du? Sieh dir das an! Wow! Aber es fehlt noch was. Stimmt! Lasst uns Magie einsetzen. Jetzt alle zusammen. Super. Perfekt. Wach auf, Nacht. Mal sehen, wie es geworden ist. Mir gefällt's. Und es gibt Platz für ein Nickerchen. Nacht kann überall einschlafen. Ich brauche eine Matratze zum Schlafen. Wow. Ich könnte auch eine gebrauchen. Erledigt. Morgen.
Hilfst du mir mit der Matratze für Nacht? Klar. Na dann los. Ich leg die Matratze hin. Ups. Autsch, das tut weh. Du hast meine Hand verletzt. Warum lässt ihr mich nicht schlafen? Seid ruhig. Meine Lieblings-App für das morgendliche Training. Aber wo kann ich das Tablet hinstellen? Tag, ich brauche deine Hilfe. Kannst du es halten? Wie lange brauchst du denn? Danke, das machst du echt super. Wow. Ich brauche diesen Stoff. Warte. What? Morgen? Was macht sie denn da? Hat sie den Stoff mitgenommen? Ich bezahle ihn später. Danke für deine Hilfe. Bye. Ich habe eine super Idee, wie ich das Zimmer verzieren kann. Ich bin fertig. Es ist so gemütlich. Ich finde es hier auch schön. Aber ich brauche mehr Licht. Meine Augen. Die Sonne nervt. Tausch sie gegen den Mond. Hey, ohne Sonnenlicht wird mir kalt. Oh, stimmt. Ich werde meine eigene persönliche Sonne haben. Und sie wird immer da sein. Hey. Ich kann nicht schlafen. Du bist echt gemein. Zuckerwatte. Willst du welche? Klar. Die besteht ja nur aus Zucker. Danke, aber ich lasse es lieber. Au. Was war das? Wow. Süße Wolken. Wie schön. Ich werde die Aussicht genießen. Wunderschön. Aber es fehlt noch was. Wow. Ein Vordach für $1? Hier ist das Paket. Was ist das? Ein Streich? Das ist eine Anleitung dabei. Einfach Wasser hinzufügen. Okay, ich probiere es aus. Cool, es hat funktioniert. Das ist so süß. Mit Lichtern wird es noch gemütlicher sein. Typisch Nacht. Ich werde auch mein Zimmer verzieren. Ich will viele Blumen. Unglaublich. Was ist das für ein Geruch? Das sind meine Blumen. Sind sie nicht wunderschön? Hey, wo kommt denn das Gras her? Ups, das war ein Versehen. Ich mag es. Geschichten über Astronauten sind so cool. Was ist das? Ups. Sorry. Autsch, Nacht. Sei vorsichtig. Tut mir leid. Oh, ein echter Helm. Und der passt sogar. Und was ist das? Der Mond, direkt aus dem Bild. Er wird super an der Wand aussehen. Der Helm steht mir echt gut. Mein Zimmer ist nicht hell genug. Ich weiß. Ich werde meine eigene Wanddeko machen. Ich brauche Schmetterlinge. Ich habe Hunger. Du hast alles kaputt gemacht. Tut mir so leid. Das wollte ich nicht. Wow. Du bist unglaublich. Danke. Gern geschehen. Zeit für mein morgendliches Workout. Aber irgendwas fehlt. Ich brauche mehr Trainingsgeräte.
Als erstes werde ich einen Gymnastikball aufpusten. Geschafft! Jetzt habe ich mein ganz eigenes Fitnessstudio. Lass uns loslegen. Wow, das ist so süß. Au, sorry, das ist ein Ein-Personen-Fitnessstudio. Wir werden draußen trainieren. Ich werde im Schlaf trainieren. Was kann ich noch benutzen? Oh, der Hocker ist toll. Perfekt. Ich will das und das und auch das. Oh ja. Und ein Spiegel. Oh oh, warum klappt das nicht? Ich verstehe das nicht. Es muss funktionieren. Ich will diesen Spiegel. Wow, wer sagt's denn? Ich bin wunderschön. Oh nein, ich kann hier nicht schlafen. Ich brauche ein neues Kopfkissen. Oh, stimmt. Ich will ein mondförmiges Kissen. Komm schon. Oh, ist das hart. Puh. Ich muss mich mehr anstrengen. Mädels, helft mir. Ich brauche den Mond. 1, 2, 3. Ja, danke. Jetzt habe ich alles. Bye. Ich gehe jetzt ins Bett. Wo ist Nacht hin? Hallo? Ist da jemand? Ich bin so müde. Komisch. Wach auf! Ich bin wach. Sieh mal, wie spät es ist. Du kannst jetzt nicht schlafen. Geh in dein Zimmer. Ich schlafe jetzt. Nacht kann man sogar einen Wecker als Kopfkissen geben. Das morgendliche Training ist super wichtig. Mädels, kommt mit. Beeilt euch. Nacht, kommst du? Sie kann uns nicht hören. Nacht. Sie reagiert nicht. Wir gehen ohne sie. Hat mich jemand gerufen? Ich glaube nicht. Ich will den Kreis. Ich nehme das Dreieck. Und ich nehme das Quadrat. Wir können anfangen. Ich fange an. Ha, jetzt bin ich dran. Wenn ihr diese Chemikalien zusammenmischt... Mädels, was ist hier los? Hallo? Wir sind mitten im Unterricht. Hey, könnt ihr mich hören? Sie sind total abgelenkt. Das Spiel ist vorbei. Nein, ich habe fast gewonnen. Warten Sie! Ich verstecke das Spiel im Spind. Die Tür ist zu. Nancy, komm! Und wo ist unser Spiel jetzt? Ah! Wo sind wir? Was ist das für ein Ort? Bleibt ruhig. Ich finde schon einen Ausweg. Oh nein, wir kommen hier nie wieder raus. Keine Panik. Oh, unser Spiel. Es ist hier. Das ist ein Bauplan für einen geheimen Raum. Und wir werden ihn bauen. Als erstes müssen wir dieses Durcheinander loswerden. Fängst du schon mal an? Nancy fängt an. Nein, nicht ich. Ich auch nicht. Na gut. Wir werfen eine Münze. Ich schnapp sie mir. Mist. Ein Quadrat. Das heißt, du machst sauber. Nancy, du schaffst das schon. Wenn sie versagt, geben wir ihr ein paar nützliche Tipps. Das kann ich mir nicht mit ansehen. Nancy, ich helfe dir. Wir müssen nur noch den Müll rausbringen. Das war lecker. Volltreffer. Wir haben es geschafft. Ein Erdbeben. Mädels, was ist das? Vorsicht. Holly. Das sind Balken und ein Zettel. Alles, was wir haben, sind 3 Holzbalken. Das reicht nicht aus. Wir brauchen 10 weitere. 3 plus 10 ist... Pass auf!